Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rome 2 Total War, unserer wundervollen Welt- und Steppen- und Wüsten- und was weiß ich, Eroberungskampagne mit den Parthern. Und im letzten Part sind wir stehen geblieben, nachdem wir einiges an Schlachten geschlagen haben gegen die Perser, gegen die Seleukiden und gegen die Seleukiden. Und jetzt sind wir dabei, weiter gegen die Perser und vorzugehen. Und ja, zu dem Zwecke habe ich jetzt unsere Armeen bereits ein bisschen bewegt. Wir sind hier gerade auf dem Weg zu dieser feindlichen Stadt hier. Wir sind allerdings auf dem Weg dahin auf eine Armee der Seleukiden gestoßen. Ich hoffe jetzt mal, dass hier in der Nähe keine feindlichen Armeen sind, denn sobald die uns angreifen, haben wir ein kleines Problem. Die Wahrheit des Bier hat Susa angegriffen, beziehungsweise umstellt die Stadt gerade. Eigentlich ein leichtes Spiel. Ich mache die Schlacht einfach mal automatisch, damit diese Provinz jetzt direkt uns gehört. In der aggressiven Stellung wird jetzt Susa ganz unspektakulär genommen. Ich habe nämlich gerade etwas die Schnauze voll von Schlachten. Wie gesagt, letzte Part, erste drei Schlachten. Wir sind kaum zu was gekommen. Deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass wir das gemacht haben. So, wir haben jetzt 19 Siedlungen, eine Siedlung noch, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und wenn wir eine Provinz jetzt noch in Mesopotamien halten, und zwar ist das jetzt für uns erstmal Charax, dann, ja, dann haben wir die Mission erstmal erfüllt und kriegen nochmal richtig viel Geld durch die Mission halt in Persis, Mesopotamien und in Medien jeweils eine Provinz zu halten. Ja, und die restlichen Provinzen, die da auch noch den Weg noch liegen, hier erobern wir schon noch hinterher. Also die beiden Provinzen durch diese Armee und durch diese Armee. Was ich gerade sehe, ist, dass Seleukia oder Seleukia oder wie auch immer, also die Stadt, nach der sie Seleukiden benannt sind, diese Stadt ist besetzt von östlichen Rebellen. Ha! Die Seleukiden haben versagt. Ihre Hauptstadt ist nicht mehr in ihrer Hand. Das ist echt erbärmlich. Und außerdem hat Seleukia, ich glaube, was ist das hier? Das sind nicht die hängenden Gärten von Babylon. Die sehen anders aus. Aber irgendwas Cooles haben die hier, irgendein Weltwunder. Das ist echt toll. Und ich habe auch gesehen, dass wir hier irgendwas eingenommen haben. Ich weiß noch nicht, wo man das... Doch, Provinzeffekte, ne? Die BAM-Zitadelle. Ah! Die großartigste Zitadelle aller Zeiten. Alle anderen verblassen beim Vergleich. Minus 10% Verlust durch Verschleiß unter Belagerung. Alle Armeen plus 2 Belagerungszeit. Ah! Cool zu wissen. Gut zu wissen. Okay. Die BAM-Zitadelle meine ich natürlich. So, wir belagern weiterhin Hamosia. Die Stadt wollen wir nicht einnehmen. Dann haben wir das Missionsziel von 20 Siedlungen halten. Erfüllt aber nicht Siedlungen in allen drei Provinzen. Was uns weniger Geld einbringt. Und ich möchte das Geld unbedingt haben. Wir gucken uns jetzt mal Susa an. In Susa haben wir hier Kavalleriestelle. Die möchte ich allerdings abreißen. So richtig abreißen und an deren Stelle irgendwas anderes hinbauen. Wir haben einen persischen Veteran, den wir jetzt umbringen werden. Oder verwunden, weil wir Parther sind, verwunden wir unsere Feinde nur. Ey, ihr wollt mich echt verarschen, oder? ja, und ansonsten, ja, hat er auch seinen Rang erhöht, um noch besser verwunden zu können. Pazifistische, ich glaube, ich habe die, habe ich irgendwie die gewaltgeminderte Version gekauft oder sowas, ich weiß es nicht. So, wir könnten jetzt königliche Ställe bauen, die uns die Rekrutierung östlicher Kataphrakte und berittener Adelsbogenschützen ermöglichen und das mache ich. Leute, das mache ich. Oh mein Gott, wie geil. Okay, hier könnten wir das auch ausbauen, ermöglicht parthische Bogenschützen. Oh mein Gott, wir können nämlich Kataphrakte rekrutieren. Da müssen wir gleich schon mal die, Wut der Egoisten in Eilmarsch in Richtung, in Gen Partia versetzen. Nein, ich hab sie in, stehenden Modus gebracht. Ich wollte sie doch in Gewaltmarsch versetzen. So, durch die Wälder marschieren. Ich wusste gar nicht, dass es hier einen Weg gibt. Gut zu wissen. Da hätten uns die Arachusiden ja damals richtig böse in den Rücken fallen können. Aber zum Glück haben sie das nicht getan. Nette Leute.
sind gerade dabei, wieder ordentlich Truppen zu rekrutieren, diese Arachusiden, aber uns kümmert es wenig. Wir versuchen nochmal, den Typen hier zu töten. Und haben ihn verwundet. Yay! Wir sind so kompetent. Okay, und dann beende ich die Runde mal. Unsere Armee wurde von den Persern angegriffen, während ich die Runde habe verstreichen lassen. Ich habe mich zurückgezogen, hoffentlich verständlicherweise, weil wir das nicht hätten überleben können. Und jetzt müssen wir uns erstmal erholen und ich hoffe mal nicht, dass sie unserer Belagerungsarmee in Hamosia in den Rücken fallen werden. Weil wenn sie das tun, dann haben wir wirklich ein großes Problem da. Oh Gott, ich bin dann so am Arsch. Ah, das ist halt das Problem mit der Wüste, die wir da haben. Wir können unsere Armee einfach nicht bewegen, ohne sofort Verlust zu erleiden. Verschleiß, nur Verschleiß, das ist echt schlimm. Und das, was Media da macht, solange wir die brauchen, habe ich gerade. Oh, boah, gut. Die Atropatene wollen Handelsabkommen. Nicht schlecht, ja, gerne, machen wir. Das heißt, dass sie uns erstmal nicht den Krieg erklären wollen, wahrscheinlich. Die Perser sind uns erstmal noch nicht in den Rücken gefallen. Ich kann auch noch keine Armee von ihnen da sehen. Das ist schon mal gut. In Susa wurden unsere Brunnen vergiftet und es gab eine Militärsabotage. Welche Grausamkeit wünscht ihr, o Herr? Super. Aber wir versuchen jetzt erstmal. Ach, wir können uns nicht mehr bewegen, ne? Ach, es war so typisch. Und ein Elendsviertel in Raga? Was? No way. Abreißen. Scheibenkleister habe ich vergessen auszubauen. Okay, Ich erwarte den Befehl, Parthien. in Susa rekrutieren wir noch einen Agenten. Und zwar einen Spion. So. Und dann werden wir den Typen hier nehmen und mal. Komm, lass dich auswählen und mal ganz kurz nach Norden bewegen, um zu gucken, ob sich hier vielleicht irgendwo nervige Perser nähern. Aber momentan sieht das nicht so aus. Inspirierte Bevölkerung in Arachosien. Oh, nett. Und Bevölkerungsüberschuss in Partia. Okay, gut. Sehr schön. Erfreulich gar. So, weiter nach Hekatompylos. Und du guckst auch mal in der Nähe von Persepolis, ob hier irgendwo sich ein paar dreckige Perser aufhalten. Da sind die dreckigen Perser. Gut, also sie sind dabei, gerade eine zweite Armee wieder aufzustellen. Hier ist ihre letzte Armee, die Augen der Schlange. Die haben auch gerade ordentlich Verluste in der Wüste erlitten. Ja, ansonsten sind sie, haben sie keine Truppen mehr. Das denke ich mal. Also ich gehe jetzt davon aus, dass sie sonst keine Truppen mehr haben. Wäre schön. Die Atropatene haben hier oben ganz Medien unter Kontrolle, bis auf Raga, genau. Vielleicht können wir mit ihnen auch jetzt nochmal einen Nicht-Angriffspakt schließen. Wäre nicht schlecht. Jetzt mögen sie uns ja ein bisschen. Da wäre so ein Nicht-Angriffspakt in Austausch für ein bisschen Geld vielleicht. Nö, gut, dann nicht. Ist mir auch relativ egal. Ihr seid, ja, sowieso schon genug beschäftigt und eure Truppen sind sehr stark geschwächt. Deswegen mache ich mir da wenig Sorgen. Wir können jetzt hier Kavalleriestelle bauen für Adelskavallerie. Interessiert mich wenig. Ich baue jetzt Infanterie-Quartiere hier aus. Und dann beende ich die Runde mal. Und wir schauen, was die nächste so bringt. Die Perser sind ja, wie gesagt, jetzt eingekesselt. Des Struppis Auserwählte werden sie sich demnächst zur Brust nehmen. Wir müssen jetzt halt nur erstmal unsere Mission erfüllen. Das ist jetzt, wie gesagt, mein oberstes Anliegen. Hoffentlich klappt das auch alles. Oh Gott, Media macht wieder einiges. Ich glaube, die Media haben wieder Erfolg gehabt beim Sabotieren unserer Armeen. Ich kann es nicht sehen, ich kann die Kamera ja nicht mal bewegen. Was mich immer wieder ziemlich anpisst.
Willkommenes Scheitern. Okay, Verschleiß. Verborgene Agenten entdeckt, zuhauf. Bereit zum Kampf. Wir werden die und wir greifen Charax an. Ach du Scheiße, was seid ihr denn? Ich glaube, ihr seid auch mit den Leuten im Krieg, kann das sein? Ich guck mal ganz kurz. Die Gerhal sind nicht mit denen im Krieg, aber haben trotzdem ihre Truppen in der Nähe von Charax stehen. Verstehe, wer will. So, wir haben jetzt hier einige Flotten als Unterstützung und die Garnisonsarmee. Belagern wir ganz kurz die Siedlung und kümmern uns um unsere weiteren Sachen. Indem wir jetzt unsere Spione zum Beispiel hier ein bisschen auf die Feinde schicken. Attentat. Mit der verdeckten Klinge. Oh mein Gott! Sie hat es geschafft. Ich werde nicht mehr. Sie hat es tatsächlich geschafft, jemanden umzubringen. Oh mein Gott. Dass ich den Tag nochmal erlebe. Oh, da hat Mainz echt jemand gut mit mir. Auch wenn jetzt die 42% sehr gering sind, wir wahrscheinlich... Oh, immer an den Feind verwunden. Das heißt, es gibt keine Militärsabotage. In der nächsten Runde. Unser Konvertierer wird jetzt mal fleißig weiter konvertieren. Und sich hier ein bisschen umgucken. So, du bist den Rang aufgestiegen, was sehr toll ist. Du wirst wieder... Ich mach mal einfach einen Antagonisten aus ihm. Ich will wissen, was da so rauskommt dabei. Gibt es sonst noch irgendwelche Leute, die aufgestiegen sind? Nein, im Moment nicht. Die Stadt könnten wir jetzt mittlerweile richtig einfach nehmen. Aber ich will halt noch nicht. So, ihr. Marschiert hierhin. Da dürftet ihr keinen Verschleiß erleiden, weil ihr direkt auf der Straße seid. Aber für den Weg allein kriegen sie schon Verschleiß. Super. Oh Mann, das ist richtig heftig, was es hier an Verschleiß gibt. Ich muss die wirklich die ganze Zeit über die Straßen bewegen, ansonsten habe ich ein Problem. Merke ich mir. Hier gibt es mir eine militärische Störung. Machen wir mal Autorität untergraben. Erfolgreich, sehr schön. Oh, schöne Verluste. Eure Truppen desertieren, weil ihr sie nicht länger unterhalten könnt. Ha, ha, ha. Sehr schön. Okay, das freut mich immer wieder zu sehen, wenn meine Feinde sich das nicht leisten können, ihre Truppen zu unterhalten. Hier bauen wir einen Schrein hin in Raga. Ihr kommt in Hekka und Tompylos an. Könnt ein bisschen was rekrutieren. Allerdings nichts, was wir brauchen gerade. Oh, gepanzerte berittene Bogenschützen. Doch, können wir gebrauchen. Na? Ach, wollt ihr nicht, weil ihr gerade auf Gewaltmarsch noch wart. Da habe ich nicht dran gedacht. Egal, dann. Ach ja, greifen wir Charax jetzt an. Holen wir uns die Stadt. Ich denke mal nicht, dass wir... allzu groß. Ich hoffe mal nicht, dass wir allzu große Probleme damit haben werden. Immerhin sind wir die Struppitastische Horde. Und der Struppitastischen Horde ist bisher ja auch jedes Kunststück gelungen. Die feindlichen Streitkräfte bestehen, wenn man die Schiffe mitzählt, aus sehr vielen Plänklern. Das heißt, unsere Kavallerie wird dafür gut eingesetzt. Unsere Fernkampfkavallerie ist ja zum Glück auch sehr stark im Angriff. Also wenn es darauf ankommt, können sie Plänkler und auch andere Truppen sehr gut dezimieren. Sind einfach Pferde. Kavalleristen können mit so einem schönen Hammer- und Amboss-Charge einiges mitreißen. Das ist moraltechnisch fast schon egal, ob es berittene Bogenschützen oder Kataphrakte sind. Wobei bei Kataphrakten natürlich der Effekt etwas höher ist. Aber das mag ich halt in den Partnern. All ihre Truppen können zur Not auch in den Nahkampf gehen. Also außer den normalen Bogenschützen. Ja, wir haben keine Flotte mitgebracht. Wir haben ja noch nicht mal einen Seehafen, mit dem wir diese Dinger bauen können. Jetzt kriegen wir eine Seeprovinz. Und mit dieser anderen Provinz von diesen Elefantenleuten, deren Namen ich immer wieder vergesse, Trangiana oder sowas, mit denen kriegen wir dann auch noch eine richtige Hauptstadt an Wasser. So, starten wir mal die Aufstellung.
Das ist eine süße kleine Stadt, die wir hier haben. Verständlicherweise sind die Leute nicht rausgegangen aufs Feld, weil dann hätten sie ihre Flotte ja nicht dabei gehabt. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass die Stadt hier sehr enge Gassen hat. Da dürften wir Probleme bekommen beim Angreifen. Na, mir fehlt gerade ein bisschen die Geduld für eine gute Aufstellung. Um mir die nochmal so zu überlegen. So. Ich denke mal, wir nehmen jetzt einfach die Meda-Kavallerie an zwei Seiten, jeweils eine Einheit. Und schauen mal, ob wir die feindlichen Flotten abfangen können, wenn die woanders landen. Unsere Bogenschützen stellen wir auch mal so ein bisschen hier hin und dann... Ja, legen wir los. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Da nähern sich die feindlichen Flotten alle. Sehr schön. Zielen alle ab, hier an Land zu gehen. Auch wenn ich gar nicht mal sehe, dass hier so viel Platz ist. Die wird wahrscheinlich hier an Land gehen, die Flotte. Die Flotte wird wahrscheinlich hier so an Land gehen. Okay, das heißt, alle gehen leider in die Stadt rein. Aber wir stoßen einfach ganz schnell vor. Ha, da sind sie alle am Hauptplatz. Wundervoll. Dann greifen wir sie direkt an. Frontalcharge. Auch bekannt als Scheiß auf Taktik. So. Hügelmänner. 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 Okay, so, dann. Zeigt mir mal, was ihr so könnt, ihr schwächlichen... was seid ihr nochmal? Ach, irgendeine blöde Fraktion seid ihr, die mich sowieso nicht interessiert. So. Mit General natürlich hinten dran. Schießen die Bogenschützen? Natürlich nicht. So. Es nähert sich ja eigentlich für eine Flotte. Okay, ein paar Überfallpeltasten. Müssen wir mal ganz kurz unsere Truppen zurückziehen. Hey, hier laufen Elefanten. Nein, wie süß. So, und dann fallen wir ihnen hier auch noch in den Rücken. So. Hügelmänner, östliche Speerkämpfer, allen wird in den Rücken gefallen. Landet ihr hier auch schön? Ja, ihr landet hier auch schön. So gefällt ihr mir, Leute. Dann komme ich hier mit unseren Kavalleristen an. So geht das Ganze nämlich. So. Hier fliehen alle. Perfekt. Okay, dann gehen wir hier direkt in den Frontalangriff ein. Über. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, das merke ich auch, dass die Schlacht sich zu unseren Gunsten wendet. wir vernichten sie auch vollkommen gerade. Das ist halt der Nachteil daran, wenn man nur mit Plänklern oder sowas in die Schlacht reinkommt. Die werden einfach überrannt. So. So, tschüss Peltasten. Auch wenn die Peltasten, glaube ich, so eine Mischung aus Nahkämpfern waren. Kann das sein? Ja, die hatten... Oder? Ich weiß es nicht. Irgendwie die Makedonen haben so eine komische Einheit. Die eigentlich Fernkämpfer sind, aber auch irgendwie nahkampfmäßig gut drauf sind. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ich sehe es immer nur in Schlachtkommentaren, wenn ich mir so ab und zu mal angucke. Oh, Tureos-Speere, komm an.
starke Truppen. Nicht. So. Greifen wir sie an. Unsere Kavallerie zieht sich ein bisschen zurück. Ich habe keinen Bock auf einen Frontalcharge Kavalleristen auf Speerträger. So. Der feindliche Turm wurde zerstört. Okay, wir haben den Siegpunkt erobert. Allerdings erobern sie ihn gerade zurück, weil sie ein, zwei Leute da in Sichtweite Siegpunktes haben. Und jetzt geht einfach alles auf diese Toreas-Speere hier drauf. Wir sind auch schon schön am Banken. So, alle meinen Nahkampfmodus versetzt, da muss ich nicht mal Alt drücken. So, dann schauen wir uns mal den Charge an. Ah, ihr seid die falschen Leute. Ey, das ist ja gemein. Egal, Gefecht beenden. Wir haben endlich die Stadt eingenommen. Oh, ist das gut. Ach, die Fraktion heißt direkt Media oder was? Interessant, okay. Die Fraktion heißt Media und besitzt keine einzige Provinz in der Provinz Media. In der Region Media. Okay. Gut. Ist euer Ding. Ich wollte euch nur mal darauf hinweisen, dass das ein bisschen unlogisch ist. Aber wenn ihr denkt, dass es so gut ist oder so besser ist, dass es sich so gehört, dann kann ich euch da nicht dazwischen reden. Liebe Leute. Also macht mal euer Ding und ja. Ihr macht das schon irgendwie gut. So, jetzt lad mal ein bisschen schneller, du blödes Spiel. Danke. Jetzt hängt Blätter wieder hängen. Komm, bedanke ich mich, Blätter wieder hängen. Los, schneller. Hopp, hopp. Ich werde endlich die Mission erfüllt haben und ordentlich Geld einstreichen. Hey. Kohle. Ganz viel Kohle will ich haben. Ja, gib schon her. No, ich will die Kohle. Los, gib. Schön. Damit gehört Charax uns. Ein entscheidender Sieg. Wir besetzen die Siedlung natürlich. Und tätereté. Wir haben unser Missionsziel erfüllt. In der nächsten Runde werden wir dann ordentlich Kohle kriegen. Da freue ich mich schon drauf. Ah, verdammt, wenn wir es jetzt noch schaffen würden, eine Satrapie zu erstellen, habe ich ganz... Ich habe total vergessen, dass das ja geht. Wollen wir die zur Satrapie machen? Ja, es ist eine Seeprovinz. Können wir jetzt hier eine Flotte aufbauen? Das ist die Frage. Ja, könnten wir. Okay, gut. Dann mache ich mir gar keine Sorgen. Dann ist es ja alles in Ordnung. Dann können wir jetzt mal versuchen, noch Harmosia einzunehmen. Nein, wir können sie nicht zur Satrapie machen. Wieso das denn nicht? Hey! Ich erwarte weitere Befehle. Wir kämpfen für... Ihr Arschlöcher, Mann! Okay, wir sind noch... Boah, wir sind noch mal weiter aufgestiegen, was unsere Imperiumswertung angeht. Wir können jetzt 9 Armeen unterhalten. Wir halten gerade mal 5 Armeen und können jetzt schon 9 unterhalten. 6 Flotten von 0 und wir können mehr Spione und so rekrutieren. Oh. Diese Leukiden haben die Drangianer im Stich gelassen. Weil die Drangianer ihre letzte Provinz verloren haben. Das ist ja fast schon traurig. Ich hätte fast Mitleid mit ihnen, wenn sie nicht so eine Arschlöcher gewesen wären. Wir schauen uns unsere Armee an. Wir können die Armee jetzt nämlich aufwerten. Ups, so nicht. So. Rüstung und Waffen werden wieder verbessert. In der Provinz ist nämlich eine Schmiede, ne? Ja, genau, die habe ich ja im BAM extra gebaut dafür. Und dadurch, dass wir die Provinz jetzt eingenommen haben, wird unsere Armee da oben auch wieder verstärkt in der Runde. Das ist sehr schön. So, ach komm schon.
Geld hat gerade so gereicht. Ihr werdet wieder verstärkt. Und dann können wir in der nächsten Runde dem Perser mal ordentlich den Hintern versohlen. Gor und Persepolis gibt's noch, dann sind sie auch vernichtet. Diese anderen Fuzzis, die Drangianer, die werden jetzt wahrscheinlich nochmal nächste Runde versuchen, Harmosia zurückzuerobern. Da müssen wir sie zurückschlagen. Den Streiter hier bewegen wir mal zu den Struppis Auserwählten. Und ja, den würde ich mal sagen. Können wir die Runde beenden, ne? Scheint so. Okay, Runde beenden. Oh, ihr könnt einen Erlass... Oh, wir können einen Erlass erlassen. In Arachosien. Erlassen wir mal... Panem et Kirkensis. Unsere Zufriedenheit zu stärken. Ich meine, guckt euch das mal an, unsere Provinzen. Alle sind super zufrieden, das ist genial. Ein paar Provinzen importieren natürlich Nahrung, ist verständlich. Alles gut. Bin gerade zufrieden. Gut, dann beenden wir die Runde. Kriegen jetzt auch ordentlich Kohle rein, das heißt, wir können unsere Armeen verstärken. Der kluge Krieger weiß, dass seine Ausbildung nie zu Ende ist. Und mir ist gerade eine Idee gekommen. Was wir mit der Wut der Egoisten machen. Ja, mir ist eine gute Idee gekommen. Okay. Ja, wir verteidigen uns gegen die mächtigen Drangianer. Die versuchen, ihre Hauptstadt wieder zurückzuerobern. Ich hätte sie gerne zu einer Satrapie gemacht, aber wir haben sie scheinbar nicht richtig auslöschen können dadurch. Was ich ein bisschen schade finde. Aber okay. Handelsabkommen. Mit den Maskat. Wollt ihr nicht hindurchschreiten? Gerne. Ihr habt so ein süßes Hündchen als Wappen. Das ist echt toll. Ah, ich hätte es ihnen diplomatisch anbieten dürfen. Sollen, ich Idiot. Aber sie sind ja Satrapie der Seleukiden. Das heißt, ich hätte es den Kronentypis, die da an unsere Grenze gerade gekommen sind, anbieten können. Na egal. Adoption verhindern kostet uns richtig viel. Aber wir haben ja auch das Geld jetzt. Hilarium ist ein Rang aufgestiegen. Und Mission erfolgreich. Woo! Schatzkammer plus 15.500. Yes. Ziel erteilt. Wahe Victis, wehe dem Besiegten. Ihr habt viele Feinde, doch niemand kann sich mit euch messen. Zeiget der Welt, was mit denen geschieht, die sich euch in den Weg stellen. Unterwerft 13 verschiedene Fraktionen, indem ihr sie zu Satrapie macht oder ihre letzte Siedlung erobert. Schatzkammer plus 10.000 dadurch. Wie viel haben wir denn schon vernichtet? 6 haben wir schon vernichtet. Okay, die Hälfte gerade mal. Beherrscht folgende Provinzen in ihrer Gesamtheit. Persis, Mesopotamien und Medis. Das kriegen wir locker hin. Das heißt, die beiden müssen wir noch erobern hier von den Atropatene. Persis ist sowieso ein Ziel. Mesopotamien ist auch sowieso noch ein Ziel von mir. Also dürfte das kein Problem darstellen erstmal. Und ja, dann, wenn wir jetzt hier Mesopotamien erobert haben und Persis... Also erstmal Persis erobern, das ist unser Hauptziel. Und dann Mesopotamien. Und dann würde ich am liebsten sogar schon Frieden mit den Seleukiden schließen erstmal. Würde mich auf der arabischen Halbinsel hier ausbreiten, würde mich hier so ein bisschen festigen, dass ich am Kaukasus oder Armenien erstmal einnehme, so, und dann Kaukasus so eine Grenze habe. Und dann würde ich mich wieder den Seleukiden zuwenden, um hier den Rest zu erobern. Das wäre jedenfalls so mein Ziel. So, die Lichtbringer wollen Licht bringen und ich bringe ihnen Tod und Verderben. Weil wir endlich mal eine militärische Sabotage erfolgreich hatten. Militärische Störung machen wir hier wieder. Autorität untergraben. Auch wieder erfolgreich. Sehr gut. So, und dann wird diese Armee... Oh, Rang erhöht. Boah, du bist Rang 5. Meine Güte, du bist ja richtig gut. Und für breites Kultur weiter. Schön. Wie viele seid ihr denn hier? Och, da können wir uns gut verteidigen, denke ich mal. Das dürfte hier kein Problem darstellen. Ich meine, wir haben allein schon gepanzerte berittene Bogenschützen als Garnison. Wünscht ihr, oh
So, und ihr werdet jetzt Persepolis angreifen. Wir werden diese Siedlung für euch einnehmen. Meine auserwählten Krieger belagert mir Persepolis. Sehr schön. Okay. Die Sargazien. Ich werde euch die Ehre erweisen. Ich kann mit denen nichts machen. Ich verstehe das nicht. Okay, sie sind uns echt unterlegen. Also Krieg erklären dürfte von ihrer Seite überhaupt keine Option sein. Oh. Seid ihr im Krieg? Ach, die sind im Krieg mit den Gerai. Okay, interessant. Das heißt, sie versuchen gerade alle gegenseitig ihre Armeen dadurch durch Territorium zu belagern. Also die Gerai sind ja auch bei uns hier. Ab und zu mal. Und scheinen irgendwie zu versuchen, ihre Armeen durch unser Territorium zu bewegen. Finde ich sehr lustig. Okay, wir versuchen jetzt mal diesen Agenten hier zu töten, auch wenn es schwierig wird. Immerhin verwundet, ist ja auch nicht schlecht. Haben wir ja selten, dass man das bei der Prozentzahl auch gelingt. Obwohl Verwundung eigentlich immer gelingt. Ein Streiter ist aufgestiegen. Ah, gut zu wissen. Gehen wir mal Hingabe hier. Und dann holen wir die Wahrheit des Bier noch dazu. Die wird nämlich unsere Truppen hier unterstützen. So. Immer schön auf der Straße bleiben. Niemals durch die Wüste laufen. Da kriegt ihr nur Verschleiß. So, schön. Okay. Wir könnten Persepolis jetzt direkt angreifen. Allerdings müssten wir dann die Tore niederbrennen und deswegen belagere ich die Siedlung erstmal nur. Ansonsten, die Wut der Egoisten, genau, das war meine Idee, die ich gerade hatte. Ich habe noch ein paar Namensvorschläge bekommen, also ein paar Leute haben jetzt doch mitgekriegt, dass ich Namen vergebe und eine dieser Personen war der liebe Günther Shadow. Kennt ihr sicherlich auch allesamt, ist ja ein sehr bekannter Strategie-Let's Player. Ich kenne ihn auch schon so eine Weile. Grüße an dieser Stelle. Und ich habe mir gedacht, die Wut der Egoisten wird jetzt mal umbenannt, denn ich will mit denen was machen. Ich werde direkt eine neue Armee aufstellen, die Wut der Egoisten heißt. Allerdings seid ihr jetzt nämlich, Günther hat einen eigenen Namensvorschlag gemacht und ja, ich habe mir gedacht, das kann ich doch annehmen. Die Fürze des Günner. Eine Kavallerie-Armee. Und Kavallerie kriegt ja immer einen schönen Temposchub. Durch Fürze. Deswegen haben wir jetzt die Fürze des Günner hier. Eine Kavallerie-Armee, die ich aufstellen werde. Alles Blutkavallerie. In zwei Runden können wir ja auch noch ein bisschen östliche Kataphrakte dazu machen. Das wird der Schrecken aller Feinde werden, das sage ich euch jetzt schon. Und ja, der Schrecken aller Feinde trägt den Namen des Günner. Ist mir gerade so eingefallen. Deswegen werde ich jetzt in Baktra... Nee, wo werde ich jetzt die nächste Armee aufbauen? Genau, die Wut der Egoisten sollte ja hier oben aufgebaut werden, um die nördliche Grenze zu verteidigen. Und wenn notwendig auch zu expandieren. So, was können wir hier rekrutieren? Gut, wir bauen jetzt hier eine Streitmacht auf. Mit dir an der Spitze. Rekrutieren. Die Boten des schnellen Feuers. Ihr habt ja wohl einen bescheuerten Namen ausgewählt. So. Und ihr seid die Wut der Egoisten. So, sehr schön. Damit haben wir den Namensvorschlag auch schon eingebracht. Jetzt habe ich noch ein paar andere, die ich irgendwann auch nochmal mir vorknüpfen muss. Aber das müsst ihr erstmal ein bisschen Geduld haben. Wir rekrutieren viermal persische, östliche Schwertkämpfer. Und dann nochmal ein paar Schwertkämpfer. Insgesamt habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 6 an der Zahl davon. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Kavallerie dazu, ne? Zwei Bogenschützen noch.
Und der Rest wird, wie gesagt, Kavallerie. So, damit ist das ganze Geld, das wir gerade eingenommen haben, auch schon wieder ausgegeben. Östliches Dorf können wir hier noch bauen. Und hier können wir noch einen östlichen Bazar bauen. Machen wir mal. So. Gut, dann würde ich mal sagen. Wie sieht's aus mit der Zeit? Ah, ja, gut. Vorbei. Ich hoffe mal, dieser Part hat euch soweit gefallen. Wir breiten uns weiter aus, kommen jetzt langsam auch wieder in ordentliche Gefilde. Mesopotamien ist ja relativ fruchtbar, das heißt, hier können wir auch ein bisschen was Ordentliches erobern. Und ja, ne? Wie gesagt, ich hoffe mal, dieser Part hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, meine lieben Freunde. Macht's gut!